Hallihallo und herzlich willkommen zum neuen Sims 4 Paranormal Pack. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie es heißt. Man wird es bestimmt gleich erfahren. Ich wollte mich einmal umgucken, was denn hier alles neu ist. Packs. Es heißt Paranormale. Ah, okay. Firmen kriegen nur vier neue Frisuren. Nur. Oh, Wow, nicht so viel. Was soll man damit nur alles anfangen? Wir haben Hüte. Joa, der ist ganz schick. Das ist was. Ah, Dann gucken wir mal, was wir kleidungsmäßig Neues bekommen haben. Das Make-up muss unbedingt runter von ihr. Und die Ohrringe auch. Ich habe sonst an ihrem Gesicht nichts gemacht. Ich habe sie einfach genommen, wie sie kam. Was haben wir denn so schickes, schickes Neues? Joa. Ja. Ach, Also diese... St so, weg mit euch. Ach, da hatte ich mir irgendwie was anderes vorgestellt. Ich weiß nicht was. Aber irgendwas hatte ich mir anders vorgestellt. Vielleicht werde ich ja mit den Beinen glücklicher. Mal gucken. Ach, guck mal, sogar drei neue Sachen. Ah, die Blümchen. Die ist süß. Auch nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Wollte dann kein neues Oberteil? Gucken wir mal so. Machen wir mal. Pax. Und so. Und dann alles. Zwei. Ja, was soll ich? So was hatte ich mir vorgestellt. Warum kriegen wir denn dazu nicht so einen langen Wischi-Rock? Röcke. So ein. Nur mit dem Vibe. Wisst ihr, so ein. Sowas hier. Oder sowas. Oder sowas. So ein. Sowas hier. Das hätte ich gerne gehabt. Nein, Mini-Rock. Natürlich. Ach, sieht scheiße aus. Sieht richtig kacke aus. Was ziehen wir dir denn jetzt an? Schade. Schade. Also, naja. Haben dann. Kriegst du den. Flups. Oh, wenn das so einfach ginge, ne? So flups. Oder das. Oh, sieht aus wie ein Nachthemd, wo du dir irgendwie einen Gürtel gebastelt hast. Und dann mag ich den Kaftan da oben oder was es ist, aber die Hose gefällt mir nicht. Komm, jetzt ging mit dem Kleid. Das macht richtig dick. Sie ist nicht so. Ist sie so. Ist sie echt so dick? Es dreht da ganz schön auf, wenn die Sims nicht die perfekten Maße haben, dieses Kleid. Das ist ja schrecklich, das alles. So. Unsere dürre Simmen. Oh, Schuhe. Die sind schick. Das gefällt mir. Okay. Gibt es hier irgendwie was Neues? Wissen. Nee, Vermögen. Nein. Tier. Nein. Star Wars ist es wahrscheinlich auch nicht. Sport ist es wahrscheinlich nicht. Sieht auch nicht so aus. Nein. Kreativität. Auch nicht. Familie. Essen. Sag mal, was ist, sehe ich da was? Beliebtheit. Gibt's dafür vielleicht was? Liebe. Seelenverwandt, Sport, Ort. Touristin, Strandleben, Einheimische. Tier. Wissen. Ja, dann machen wir Wissen, oder? Akademiker, Archäologie, Renaissance, Meistervampir. Komm, machen wir mal aus ihren Computerfreak. Aber gibt es vielleicht irgendwie ein neues Merkmal? Es gibt doch immer irgendwelche neuen Merkmale. Ich bin wahrscheinlich auch nur zu doof, sie zu erkennen. Paranoid. Ist das neu? Ich glaube nicht. Ist das neu? Ich glaube, es ist nicht neu. Vegetarisch, wie immer. Huch. Nein. Vielleicht eine Perfektionistin. Und. Fröhlich. Geben wir ihr nochmal einen
Guck mal, sie haben das sie hier mit ihrem Bruder mal zusammen. Machen wir ihren Bruder. Bruder. Groß, erwachsen und ein Kerl. So. Nein. Was bist denn du? Du bist Natur. Kurator. Dann bist du gerne draußen. Vegetarier und vegetarisch, liebt die Natur und kleptomanisch. Passt doch zu Kurator. So. Wow. Muss ich davon wirklich eins nehmen? Ist ja schrecklich. Ach, das sind meine ganzen Star Wars Videos, die ich nicht angeklickt habe. Haha. Upsi, dupsi, upsi, dupsi, upsi, dupsi. Blub, blub. Der Bart ist ja auch fürchterlich. Gesichtsbehaarung. Der Hut muss weg. Oh ja. Fancy, ja. Nein. 7 Nächte in einem Spukhaus überleben. Oh Gott, ich freue mich drauf. Männlich. Ja. Das gefällt mir. Ausnahmsweise gefällt mir mal was bei den Männern besser als bei den Frauen. Hex. Paranormale. Warum können wir das bei ihm nicht machen? Okay. Wie heißen sie denn? Lukas Förster. Und dann heißt sie wahrscheinlich auch Förster mit Nachnamen, ne? Förster. Anissa. Okay. Nehmen wir den Frühling. Kann man richtig schön anfangen. Ins Jahr starten. Gut, wir haben hier nichts Neues. Dann ist die Frage, wo ziehen wir denn hin? Was passt denn so gut zu denen? Ach, schwierig. Nein. Nein und nein, die sind zu speziell. Ziehen wir nach Windenburg? Leute, ziehen wir nach Windenburg? Ziehen wir nach Windenburg? Die sind alle zu speziell. Wir ziehen nach Windenburg. Gab es nicht so ein neues Grundstück? Warum bin ich denn nicht online? Dieses Gruselhaus und so. Haben wir das hier bekommen? Grundstücke. Vorhin wurde mir hier irgendwas mitgeteilt. Dass sie mir irgendwas... Vielleicht der Typ von dem... Huch. Ich verwirre mich manchmal selbst. Ich weiß nicht. Wo sind eigentlich diese Eigenschaften hin? Finde ich sehr schön, dass sie das so gemacht haben, diese Eigenschaften. So, wo ist denn jetzt hier unser... Das sind die beiden. Also, sie haben 22.000 Euro. Gibt es hier nicht irgendwie... Was ist das? Nachrichten. Da. Also, es hat das... hat er geliked. Dann würde ich mal sagen, dann gehen wir mal hier hin und gucken, ob wir so ein paranormales Haus bekommen, in das wir dann einziehen können. So. Galerie. Galerie. Haushalte. Ach nein, Haushalte. Grundstücke. 40 mal 30. Ich nehme dieses Haus hier. Grundstück platzieren. Möbliert, da sind eh keine Möbel drin. Ich hasse einrichten. So. Schnieke. Ha. Aber dann ist es hier, ne? Wohngrundstück mit... Ah, Merkmal. Warum bist du denn nicht... Da gibt es hier bestimmt... Oh Gott, ich habe die schon so lange nicht mehr eingestellt. Diese Merkmale. Vulkanisch verflucht. Verflucht ist alt, glaube ich. Wundergelände. Mache ich hier irgendwas falsch? Wollte Inselgeister. Nein, Inselgeister ist es auch nicht. Gruselige Kreaturen, wo sind denn hier? Warum ist denn das hier alles so fürchterlich? Egal, was haben wir denn hier im
Upp. Im Baumodus für Räume. Ein Wohnzimmer. Okay. Ja, das ist der Vibe. Den hätte ich auch gerne in den Klamotten gehabt. So habe ich mir das vorgestellt. Naja. Dann nicht. Nein, ich habe mich verklickt. Ja, ganz viele neue. Okay. Das ist... Ja, oh, ist doch schön. Das... Ja, das sieht... Ja, Richtig gut. So habe ich mir es gewünscht. Sehr schön. Und wie werde ich jetzt Geisterjäger? Ich habe das Haus erstmal mit den wichtigsten aller 5 Dinge eingerichtet. Oh Gott, ich habe die anderen Outfits von denen gar nicht bearbeitet. Outfits ändern, ausziehen. Oh, ich bin die Schlechteste, deswegen ging das heute so schnell. Oh, ich bin ein bisschen eilig. Ich bin die schlechteste Let's Playerin der Welt. Das ist ein Badezimmer, das habe ich gar nicht gesehen. Leute, hat keiner gesehen, oder? La 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 la. Scheibenhonig. Ups, deswegen sieht sie so kacke aus. Also, es gibt Freelancer-Karriere, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich habe halt auch wirklich wenig versucht, irgendwie mitzukriegen von diesem Ding. Es hieß ja nur, es kommt und auf einmal war es da. Job suchen. Das heißt, ich hoffe, ich habe jetzt eine Karriere, mit der ich mitgehen kann. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Play. Wundert nicht über das Geld. Ich habe gescheatet, damit wir ein schönes Haus hatten. Das war ich, ja. Ich werde es aber alles wegnehmen. Und dann kriegen wir nur die schönste Einrichtung, wenn ich Geld verdiene mit denen oder so. Okay. Astronaut, Bauplaningenieur, Bildungswesen, Büropersonal, Freelancer. So. Paranormaler Ermittler. Okay. Machen wir das so. Dann wirst du paranormaler Ermittler. Huch! So, und du auch. Wenn du deine Outfits rausgesucht hast. Job suchen. Paranormaler Ermittler. Bereit, Branche wählen. Los! Wähle deine Branche. In deinem Haus treiben Geister ihr Unwesen. Du musst eine Lizenz für paranormale Ermittlungen besitzen, um dich in diese Agentur anschließen zu können. Sprich mit dem auf einem Spukwohngrundstück. Was ist denn ein Spukwohngrundstück? Habe ich das falsch gemacht? Wartet. Galerie öffnen. Spukwohngrundstück, Minihaus. Ach. Ach, okay, gut. Okay, 23.000 habe ich jetzt nur noch. Was kostet ihr denn? Ach, bin ich dämlich? Entschuldigung. sind wir doof. Okay, das habe ich nicht gesehen. Ach, guckt mal. Guckt mal. Lernen den Geister Gordi kennen. Gui 3. Er ist ziemlich charmant. Geister, nachts schweben Geister über das Grundstück. Sind sie freundlich oder feindselig? Geister tragen alle möglichen seltsamen Wertsachen. Hier spielen sich seltsame Dinge ab, vor allem nachts, seine Sims werden es merken. Verfluchte Objekte, von Zeit zu Zeit sachen seltsame Artefakte im Haus auf, halte offen, es spukt, sei mutig. Okay, cool. Cool. So, dann ist es mir auch egal, wie er aussieht, das mache ich schon anders. Jetzt ist meine ganze schöne Einrichtung weg, aber das ist auch gar nicht so schlimm. Achso, warum kann man das Grundstück denn möbliert nehmen, wenn es eh nicht geht? Ach. Newton bin ich manchmal dämlich. Woher soll ich das denn auch riechen? So, jetzt sind wir auf jeden Fall hier. Und ihr seid beide Freelancer und habt noch nichts gefreelanced. Lockere Unterhaltung. Und jetzt warten wir darauf, dass es spukt oder wie funktioniert das? Also, ich würde einfach mal sagen, wir gehen hier auf alles. Irgendwo da, der Sillonstisch, den hätte ich gerne. Irgendwo muss ja was drauf hast. Oh, lecker. Ach, das ist Star Wars. Nehmen wir wieder weg. Ich habe mich schon gewundert, warum das hier alles so merkwürdig aussieht. Eine Kristallkugel. Achso, das ist dieselbe. Okay. Das ist nur schon das Set. Buch der. Okay. Sage ich zu viel? Okay. Macht mit mir den Aber M. Immer trinken, wenn ich aber okay sage. Okay? Oh, dann werdet ihr richtig hackerdicht. Okay. Hier hingehen.
hingehen. Huch, Licht aus, warum? Macht das Licht an. Dieses Licht. Die Wände sind so hoch, die Decken, also ja, die Wände und die Decken sind so hoch. Könnt ihr euch mal bitte umziehen? Wow, Outfits ändern. So. Und du, Outfits ändern. So. Flumps. Mit dahin Zeremonie durchführen. Spirituelle Polarität spüren. Mitgucken. Guck, sitzen. Nee, ich möchte jetzt nicht nach Batu reisen. Okay. Dann guckt mal, Muckis. Wir können durch Wände gehen. Geister, wir sind Geister. Wir sind Geister. Hallo, guck mal da. Mach was Geisteriges. Los, Anissa. Lass Lukas Lukas sein. Mach was Geisteriges. Warum machen Sims eigentlich nie das, was man von ihnen möchte? Ist das irgendwie so ein Naturgesetz? Flups. So. Mach das, was ich will. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Du sollst nicht plaudern, du sollst spüren. Ach so, gut, setz dich um. Fancy. Oh, guck mal, da ist so ein Guy. Oder was ist das? Wie cool. Und wie verspukt ist dieses Haus. Gibt es da irgendwie eine neue Fähigkeit zu? Medium-Fähigkeit. Oh, komm mal, kaum redet man von. Sehr glückliche Geister. Perfekt. Die Geister sind freundlich. Das ist gut, oder? Was kann man denn noch machen mit den Dahingeschiedenen? Kommunizieren. Vielleicht teilen sie dir Weisheiten mit. Na, mal gucken. Feuergalengs. Ja, ich... Sieht genauso aus, aber ist das cool. Da passt halt die Kleidung von den beiden nicht so rein. Seht ihr, was ich meine? Das ist nicht der Vibe, den ich wollte. Wallende Röcke hätte ich mir gerne gewünscht. Oder wallende Kleider, die nicht aussehen wie Nachthemd. Teilen sie uns schon Weisheiten mit? Nee, noch nicht. Aber ihre Medium-Fähigkeit steigt. Und es ist diesmal ein Kreis. Aha. Hanswipap. Ich wünschte, zu meiner Zeit hätte es bereits Smartphones gegeben. Die sehen echt cool aus. Ich habe ein Fass. Ich hatte ein Fass, in dem ich gespielt habe. Ja, das tut mir leid. Ich wünschte mir auch, dass es zu deiner Zeit schon Medium. Verbessere deine spirituelle Kraft. Sims können sich auf diese Reise begeben. Können möglicherweise Dahingeschieden herbeirufen oder eigene Seance mit anderen Sims abhalten. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle war es das erstmal. Ich, wupsi-dupsi, danke euch, dass ihr dabei wart. Und ich freue mich schon darauf, die Welt der Verstorbenen kennenzulernen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.